Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play The Last Hex. Wir werden diesmal mit dem Assassinen spielen, nachdem wir jetzt die Grundklassen mal alle einmal durch hätten. Das habe ich eigentlich schon beim letzten Mal erklärt, eben mit der Hitlist, dass man die Leute mit Assassinate umbringen muss, damit die Hitlist höher wird, damit man immer mehr Expertise bekommt. Über den Verlauf des Runs hinweg, wir haben den Heart Seeker am Anfang, deals 50% more damage every 4th attack. Oh mein Gott, das sind alles Sachen, die ich mir immer merken muss. Welche ist jetzt die vierte Attacke? Wie soll das gehen? Anticity. Okay, schauen wir mal das Equipment an. Reinforced 12 von Anfang an, ist nicht so schlecht. 12 after every fight. Ich meine, plus 1 Expertise um 200. Würde ich ja mal jetzt glatt nehmen. Gain Defense, was haben wir schon wieder? Reinforce? 17 for the next 3 turns. Das ist irgendwie nicht so geil, finde ich, für 2 Energie. Ich weiß nicht, ich bin davon nicht so wahnsinnig begeistert. Gain 16 Defense mit Hedge Your Bets. Wir haben Shadow Defense und Sidestep, die sind genau gleich gut. Das macht nicht wirklich so viel Sinn, würde ich jetzt einmal einfach so behaupten. Dann werden wir vermutlich schlicht und einfach, mein Trainer wird sich nicht ausgehen, werden wir vermutlich schlicht und einfach eine Karte loswerden. Wir haben aber ja gar nicht so viele von denen. Shadow Strike? Ich meine, Shadow Strike ist besser als Deal 10 Damage für 1. Fein. Ein kleines, aber feines Deck wollen wir haben. Fight, damit wir ein bisschen trainieren können. Irgendwann einmal. Du kriegst mal einen Shadow Strike, einen Swift Strike und einen Sudden Strike ab. So ist es ja auch wieder nicht. Und dann holen wir uns 16 Defense. Unable to be attacked next turn. Sehr unsympathisch. Sehr unsympathisch von unserer lieben Ratte hier. Buckets haben wir auch noch. Plague, ziemlich nervig. Suffer free damage at the start of turn. Okay, wir können dich jetzt killen. Oder wir können dich nicht killen. Moment mal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir können dich nicht killen, oder? Wir haben 17, das ist 38 zusammen, das ist 49 zusammen. Also nein, wir können dich nicht killen. Das ist eine grundlose Frechheit. Und ich finde das nicht okay. Ich finde es dermaßen nicht okay, dass ich sogar anfangen muss zu husten. Eieiei. Okay, alles cool. Ich habe alles im Griff, keine Sorge. Einmal Target, genau, 30 Fans. Ich gerne einfach mal einen Assassinate, bitte. Dankeschön. Wiedersehen. Herr oder Frau Ratte? Cleanse, Battle, Fury. Nein. Ich kann es nicht haben. Dass wir jetzt von Anfang an Plague haben, ist schon leicht irritierend, könnte man sagen. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwann resten. Aber wer hat schon Zeit für sowas, nicht wahr? In der heutigen Zeit kann man sich nicht einfach hinlegen und einfach mal nichts tun. Selbstoptimierung sag ich ja schon wieder auf. Sudden Strike Assassinate. Wonderful. Ich meine, Bramble Snare. Also nehmen wir Bramble Snare, würde ich damit sagen. Fight. Da wir ja Expertise sowieso als unser Main Start haben, so wie es momentan ausschaut. Und kein Assassinate. Wie gesagt, es ist wichtig zu wissen, dass das Assassinate zählt auch dann als die Karte, die den Gegner killt. Wenn sie einen Dot killt und der letzte Angriff, mit dem man angegriffen hat, Assassinate war. Deswegen ist Brandl Snare gar nicht so schlecht. Aber man kann es natürlich weniger steuern. Also wenn wir jetzt Assassinate bekommen und angreifen, dann sollte das, um den Beweis anzutreten, wir haben momentan 2, oder ich hoffe, sie haben es jetzt nicht rausgepatcht und jetzt stehe ich da wie der größte Lügner. Wir haben 2 Hitlist und jetzt haben wir 3 Hitlist. Wonderful. Ich habe nicht gelogen. Look at me. So ehrlich. Wir können hier resten und den Schaß loswerden. Was wir, glaube ich, machen, weil sonst wird das Ganze einfach anstrengend. Und noch trainieren. Ich schaue zuerst das Equipment durch. Weil das ja einzigartig ist. Nova, ich habe Angst vor Nova. Plus 1 Draw, plus 1 Energy, plus 25 Max Health, plus 1 to all Stats. Moderate Chance to explode after fight, leaving player with 1 Health, Artifact destroyed. Das passiert doch sicher irgendwann, ich weiß nicht. Das ist mir zu risky. Kann man nicht machen. Wir gehen da oben durch. Save them, fight. No props. Walking lost.
Kann er bluten? Explodes at the start of turn. Please don't. Explodiert er einfach. Ich nur 18 Block. Yo, 30 ist ziemlich krass. Hätte jetzt ein bisschen mehr Block gebraucht. Wir nehmen Thorn Whip. Was für einen Moment eine gute Karte ist. Wir gehen da ein bisschen fighten. Diesen Bär, wir wissen jetzt, dass der einfach abhauen. Der sackt. Dass er einfach abhaut, der Sack, wenn ich möglicherweise einen geraden Satz rausbringen will. Wenn wir ihn in Ruhe lassen, das heißt, wir werden ihn selbstverständlich nicht in Ruhe lassen, weil wir wollen schließlich das ganze Kleingeld haben, die der Bär, das der Bär mit sich herumschleppt. Aus welchen Gründen auch immer. Assassinate und Wiedersehen. Herbalism ist nicht so geil. Ich bin ein bisschen davon abgekommen. Ich meine, es ist schon geil, immer wieder zu heilen. Volley schaut extrem geil aus mit 32 Damage, einfach mal so. Mir nichts, dir nichts. No props. Das heißt, wir werden hier jetzt mal fett raus. Volleyen, hey, können wir dich einfach... Wir können dich nicht... Wir können dich sowas von killen. Aber ich würde dich eigentlich lieber mit Assassinate killen. Okay, okay. Wir sind gefinkelt. Okay, this is fine. This is no problem. In Swift Strike komm auf 7, dann hast du noch... Knapp aber doch. Bam! 28 Defense hört sich auch nicht an. Das sind alles sehr nette Kärtchen. Alright, können wir nochmal trainieren oder ist das jetzt 1000? Es ist 1000. So knapp. Auch gemein. Dir 12 extra Damage und lost Talents per Attack. Plus 2-1 to random start of a fight. Ne. Deal 2 health every attack. Plus 1 Expertise haben wir schon. Moderate Chance to destroy enemy defense. Aber jetzt wissen wir, dass Moderate Chance... Ich habe einen Kommentar bekommen. Moment, das lese ich gleich nochmal durch. Das war sehr freundlich, um mich aufzuklären. Ah, jetzt muss ich da nur auf meine Kommentare kommen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Bin gleich fertig. Also, Arthur Yattel hat geschrieben, Small Chance ist unter 5, Moderate Chance ist 5 bis 20 und Large Chance heißt nur, dass es über 20% ist. Das heißt, wenn ich mal in die Spielhilfe geschaut hätte, dann hätte ich jetzt gar nicht mich so aufregen müssen letztes Mal. Aber wo bliebe denn da der Spaß, nicht wahr? Man muss das manchmal ein bisschen... bisschen lockerer sehen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich heal 2 health every attack. Ich meine, es ist nicht schlecht. It's fine. It's fine. Wir werden hier noch eine Card removen. Und zwar haben wir jetzt einige Defense aufgenommen. Naja, wir haben einen Defense aufgenommen. Wir haben nicht mehr Schläge aufgenommen. Alright. Wir haben einen Sudden Strike los. Und will ich jetzt wirklich resten? Ich meine, es kostet nur 50. Ist quasi gratis. Fine. Aber ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich schon wieder reste. Doch eigentlich kämpfen muss für das. Für was kämpfen wir eigentlich? Ist es das Vaterland? Man weiß es nicht. Anyways, wir machen mal Bramble Snare. Sidestep. Hoffen, dass er nicht gleich mit dem super Angriff wieder herkommt. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ist ja freundlich von ihm. Einmal Shadow Fate. Target. Dann chillen wir nochmal ein bisschen. Wir lassen es langsam eingehen, weil wir haben schließlich keine Eile. Einmal Volley. Bam. Minion. Einmal Shadow Fate. Ich meine, ich kille hier schon mit Assassinate. Also können wir einfach nur nochmal rollen. Und ich könnte jetzt das drauf hauen. Soll ich das? Ah, hauen wir es drauf. Fast tot. Okay, okay, er heilt. Ich hatte vergessen, dass er heilt. Aber jetzt ist er hin. Perfekt. Bisher schlagen wir uns recht gut mit der Hitlist. Ich finde auch die Healing Potions. Am Schluss braucht man die Potions, weil der Lost... lässt einem manchmal was schon wieder die nächsten 7 Karten oder so, zumindest das bei mir so, wo ich gegen ihn gekämpft habe, die man benutzt, werden consumed. Und wenn man dann einfach stattdessen die Potions benutzen kann, ist das recht angenehm, weil die werden ja so oder so consumed. So, es ist nicht so wichtig. Oder es ist eigentlich völlig egal. Deswegen ist es nett, am Schluss Potions zu haben, außerdem Heilung und so. Man weiß ja nicht, wie viel inhärente Heilung man bekommt. Das kann schon alles sehr gut sein. Kriegst noch Target drauf. Bypassing Defense. Nicht okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Sei mal nicht okay. Macht man nicht. Nicht höflich. Ich hätte irgendwie einfach mehr verteidigen können gerade, aber ich habe irgendwie gerade einen kleinen Gehirnfurz gehabt, um einen schönen Anglizismus zu verwenden. Reinforced 20. Nichts davon gefällt mir wirklich. Sind wir auf 901, jetzt haben wir immer noch nicht genug für den ganzen Schaß, den ich eigentlich machen will. Is that fair, Spiel? Findest du das fair? Ich nehme ich nicht. Einmal Shadow Defense, einmal Volley. Einmal Thorn Whip.
Und jetzt warten wir eigentlich nur noch. Ich hätte mal draufgehauen sollen mit dem Nuller. Ne G. Ne G. Ich meine ne G. Ja, hätte ich mal draufgehauen. Dann hätten wir jetzt das Problem nicht, das ich jetzt habe. Das mich durchaus irritiert. Guck mal, vielleicht kriegen wir es zurück. Ich hab 20 excuse me? Ich hätte bitte mehr als 20 Block. The fuck? Okay, wiedersehen. Wir haben das Poison, so, jetzt haben wir 1000, Trainer. Kostet auch 1000, nochmal Expertise bitte. Dann gehen wir da hin. Servus, Herr Wolf. Nicht Armin, wohlgemerkt. Sondern einfach nur ein normaler Wolf. Einmal Shadow Fade, einmal Volley, einmal Thornwood, einmal Swift Strike, Sudden Strike, wie auch immer das Ding heißt. Und dann einmal Assassinate. Ah, die 50% mehr Damage. Genau, okay. Okay, jetzt hat es gerade Klick gemacht. Jetzt hatte ich den Tisch schon wieder vergessen. Es gibt jetzt so viele Städte, man musste die eigentlich, glaube ich, fast alle ausnutzen. Ich würde gerne eine Karte removen. Du hast völlig recht, liebes Spiel. Ich würde gerne eine Karte removen. Und zwar in dieser Sidesteps hier. Wollen wir Thornwhip oder Shadow Strike loswerden? Das ist eine ausgezeichnete Frage, ich weiß es nicht genau. Ja, eigentlich müssen wir. Ich meine, ich würde schon auch gern das machen. Aber da noch vorbeischauen? Nicht mich plagieren, dankeschön. Nicht mich plagen. Kommt das von Plage? Wahrscheinlich. Okay, do I feel lucky? Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt genau der Angriff ist. Okay, perfekt. Gib mir bitte Assassinate. Dankeschön. Das ist alles ein Schatz, aber wir haben schon wieder ein Expertise bekommen. Ein bisschen wenig Geld allerdings. Hey, willst du mir mehr Geld geben? Ignore warning. Zeit! Bandit Leader. Ha! Glaubst du, kannst mir irgendwas? Wo ist die netten Perli da drüben? Ease, mach ich dich fertig, Minion. Ease! Steht das da hin? Da steht das. Okay, every fourth, das heißt, das war noch nicht die vierte, das ist die nächste, wird die vierte. Deal 5 damage, poison 6 heavy attack plate. Mhm. Ich meine, technisch gesehen könnte man jetzt möglicherweise killen, aber wollen wir das? Bam, by the way. Nee, warten wir aufs Assassin. Evasion 20, excuse me. Bam. Den bist du wohl nicht evaded hier. Wir haben gerade einen Sidestep, also wir sind gerade einen Sidestep losgeworden. Es wäre dann ein bisschen kontraproduktiv, sich gleich wieder einen neuen aufzureißen. Target Shadow Fade. Manchmal sagt er mir, wie viel Evasion es ist, und manchmal sagt es mir nicht. Das finde ich etwas. Bin ich etwas unsympathisch. Das. Ich meine, Remove Enemy Defense. Es ist ja nicht so, dass mir das nicht manchmal gefallen würde. Aber wir kriegen das wahrscheinlich noch 5-mal angeboten. Okay. Open Chest. Ganz selten kommt das vor. So viel gerade billig? Nein. Manchmal ist es billiger, ich weiß nicht genau wieso. Heal 10 health when attacked. Plus 1 power. Plus 1 arcana. Ist doch irgendwas Sinnvolles? Nein. Alrighty. Card Shop. Friends. Toxic Transportation. I like it. I like Toxic Transportation. Oh, ich mag aber auch Position Planning. Gib mir einmal Position Planning, bitte. Dann gib mir einmal Toxic Transportation, bitte. Und jetzt müssen wir Karten loswerden, weil wir uns einen Haufen Karten aufgerissen haben. Und das geht so nicht. Ich glaube, ich würde einen der beiden Strikes los. Ich weiß noch nicht genau welchen. Also da hast du der Fallenwip. Fallenwip sieht irgendwie cool aus. Du hast mehr momentan. Weil wir, was haben wir? Im 6-0-0 und es ist immer noch Shadow Strike besser. Was habe ich denn Fallenwip genommen, wenn ich es jetzt gleich wieder loswerde? Es fühlt sich immer so schlecht an, wenn man das tut. Okay, wir fighten uns jetzt dadurch zum Schäfer und dann gehen wir zum nächsten Shop hinterm Schäfer. Shadow Fate, Swift Strike und Volley.
Bramble Snare? Ne, wir machen Target Roll. Das sollte man nicht eigentlich hier haben. Wo ist mein Assassinate? Wo ist mein Assassinate? Wo ist mein Assassinate, wenn ich es brauche? Jesus. So kann ich nicht arbeiten. Der Boss hat 12, aber vor allem 20 Block. Jetzt ist die Sache wieder. Und jetzt haben wir nicht genug ein. Spiel. Sind wir vielleicht. Oh, wir sind noch 50%. Mehr? 45? Es geht's aus. Bam. Provoke! Evasion 16, Enemy gains Critical 6. Nein. Dankeschön. Wir nehmen uns wieder ein Heilungspotion. Und der dann fight Monster fröhlich durch. Servus, Herr Spiderling. Da könnte dann vielleicht Toxic Transportation. Vielleicht gut sein. Jetzt natürlich wahrscheinlich nicht, weil ich es gleich als erstes habe. Und du mir noch kein Gift draufgehauen hast. Jetzt Assassinate und we're done. Bam. Zweite Bramble Snare. Ich weiß nicht, ob ich zwei Bramble Snares brauche. Brauche ich zwei Bramble Snares? Man kann es auch übertreiben mit dem Bramble Snares. Wobei für die weiße Karte ist Bramble Snare. Ich meine, vielleicht überbewerte ich es, aber kommt es mir schon extrem geil vor. Also finde ich komplett nicht irgendwie. Ich kann das Plague Player so nicht loswerden, gell? Frechheit. Also eine normale Karte, die kein Seltenheitswert hat, sozusagen. Gegen 20 to Defense. Wie schaut's aus mit Sidestep ist genau das gleiche. Nö, wie soll es nicht haben? Danke. Ich meine, Ping wird schon Sinn machen mit den Sachen, die wir haben, die pro Angriff mehr Schaden machen. Aber ich will eigentlich lieber irgendwo bitte Energie auftreiben. Ich glaube, Fisch bringt mir dann nur Health. Ich bin mir gar nicht sicher. Also, heilt mich. Precision Planning und Bramble Snare. Gain 25 Defense, okay, hat auch keinen Bock anzugreifen. Feigl. Poison 6 every attack played. Haben wir jetzt schon irgendwelches Poison drauf? Nein. Precision Planning, jetzt mal ein kleiner Moment. Mal Swift Strike zuerst, dann Volley für die plus 50% und dann Roll. Deal 22 Damage, jetzt haben wir 6 Gift drauf, unsympathisch. Sind wir schon in Assassinate? Territory? Ja, das könnte fast sein. Kinda, oder? Yes. Plus one draw ist nicht schlecht. Expertise Cards ziehen ein extra 8 Damage. Ich meine, ist halt super für uns. Plus one draw besser? Weiß nicht, da gibt es aber auch andere geile Sachen. Ich glaube, wir nehmen uns Poison hier wieder. 188. Wir checken uns noch die zwei Fights, dann können wir wahrscheinlich Expertise wieder besser machen. 45 for the fight. I don't know. Oh shit, das waren die 50%. Fuck! Okay. Unnötig hier ist Expertise nicht zu bekommen. Alright, trickst dich hin. Wie wär's diesmal mit ein bisschen Expertise? Shadow Defense. Volley. Sidestep. Und jetzt kriegen wir nächstes Mal Assassinate and we done. Healing Potion. End City. Test. What my dog? Okay. Ja. Wir können nochmal Proforma hier durchklicken, aber hallo, plus 2 Energy. Woo. Okay, Card Shop. Wicked Hank. Möchte ich bitte nicht haben. Das hat sich sehr wicked an. Remove a card. Stellt sich halt ein bisschen die Frage. Jetzt brauche ich eigentlich den Swift Strike nicht mehr wirklich, wenn ich hier zwei Energie mehr habe. Oder? Wir könnten noch das weitere nicht. Das Sidestep ist aber nicht so gut. Aber da muss ich halt auch ein paar Angriffe loswerden, wenn ich ein paar Verteidigen loswerde. Ich glaube, wir werden zuerst den Swift Strike los. Versuchen uns dann auf die richtig guten Sachen zu konzentrieren. Konzentrieren, genau, nehme ich. End-Event. Nein, okay, ich helfe dir mal. Wie viel shielded?
Not worth it. Da bin ich schon mal beschissen und mir haben mein Geld weggenommen, der blöde Mönch. Also wieso traue ich ihm nochmal, weil ich halt irgendwie ausprobieren muss, was da alles möglich ist in diesen Szenarien oder in diesen Events. Target. The 6 damage twice? Sind wir noch geplagued oder so? Shit, sind wir noch geplagued, weil ich nicht geheilt habe. Alright, das war ein Fehler, ich gebe es dir zu. Moderate Potion. Plague Red. Wir haben schon die Plage, okay? Du musst gleich nicht gleich nochmal hier ankommen mit deinem blöden Rattengesicht und in die gemein sein. Wiedersehen. Danke für die Expertise. Leave a Power Card. Oh Gott, ich muss schon wieder husten. Und niesen. God fucking damn it. Okay, alles cool. Ich schwör's euch, ich bin nicht kurz vorm Sterben. Also glaube ich zumindest, man weiß es ja nicht. Bramble Store. Shadow Fate. Wally. Target. Roll. Mein Assassin geht sich noch nicht aus. Also Shadow Strike und Sidestep. Deal 31 damage expose. I mean, wir haben exposed, dass wir dir das Gift abgeben könnten. Aber ist das wirklich spaßig? Naja, ich meine, sehen das anders weniger Spaß. Oh. Oh. Die schöne Expertise weg. Ich würde nicht aufpassen. Deflect Bomb für 0. Ist meines Besseres, dass es Feuer war, aber bin ich wirklich Bomb für 0? Ich meine, wir werden mehr Draw bekommen, aber weiß ich, dass wir mehr Draw bekommen? Nein. Target. Noch mehr Defenden. Einmal drauf gehört. Gefällt mir. Zwei weniger Karten bekomme ich. Assassinate ist dabei. Wird wohl leider nicht reichen. Das sind 40 Schaden. Nee. Nee. Ich schaue, ob wir es gleich nochmal ziehen stattdessen. Bleed 6. Not a fan. Wir ziehen es tatsächlich gleich nochmal. Okay, das ist wir machen. Das kriege ich jetzt nicht, oder? No way. Es gibt nicht bis 50%. Es sind 55 Schaden. 55 Schaden. Okay. 58. Ist es. Wird das verdoppelt? Yo, Junge! Jesus, ist das knapp. Ich muss mir das eh nochmal anschauen. Ich check's noch nicht ganz. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Add poison for every attack. Ja, her mit dem Last Breath Poison. Ja. Checken wir uns in den Event drin. Approach Table. Ha, ich liebe es. 300 Gold für gratis. Haben wir irgendwas nicht. Haben wir irgendwas überhaupt doppelt? Wir haben nichts doppelt. Also. Schau mal, welches davon du mir weggenommen hast. Es war nicht Shadow Strike. Es war nicht Sidestep. Also was Roll. Leave a little happier. Indeed. Trainer. Billige Expertise. Ich glaube. Ich kann es mir nicht. Ich will mir auch gerne. Ich will mir auch gerne. Die Max, knapp. Die Max Trefferpunkte holen. Aber es war halt ein bisschen schwierig. Wir haben Position Planning, Shadow Fate. Hatten wir nicht noch was? Wir hatten Roll. Wir haben Roll. Das heißt, wir werden jetzt Sidestep los. Rest, ich habe mir noch Plague, oder? Weg mit der Plague jetzt einmal. So nicht weitergeht, das geht ja nicht. Ja, das nächste Mal sollte ich mir vielleicht Max Trefferpunkte holen. Bramble Snare. Bitte, bitte nicht bluten. Das ist selber bluten da drüben, wenn es dir so viel Spaß macht. Du's. Bam! Wieso so viel? Das waren nicht mal die plus 50%, oder waren es doch die plus 50%? Okay. Moment. Right. Orc Mage. Oh Gott, ich hasse dich. Reduce the player's energy by a random. Ja, aber wir haben ja eh so viel Energy, also soll es zumindest nicht so schlimm sein bei dir. Einmal, zweimal. Du machst jetzt 40 Schaden, oder? Du machst 48 Schaden. Right, wir haben Serrated Blade. Okay. 48 Schaden, zu weit macht Sinn. Gain 52 Defense, sure.
Position bleiben. Wir haben wieder nur eins? What the fuck is wrong with you? Wenn ich das mal so in aller Deutlichkeit fragen darf. Shadow Faint? Ich kann jetzt nicht mal testen, wie viel Schaden ich mache, goddammit. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir haben vier. Eins, zwei, drei, möglicherweise. Ja, das soll passen. Okay, dann machen wir eins, zwei. Wie viel Schaden denke ich jetzt, dass ich mache? 6 plus 8 ist 14 dazu, wir haben kein Plus, also 69. Du solltest also landen auf 112 minus 38, 74. Alrighty. Okay, okay. Und jetzt kann ich leider nicht ausprobieren, aber ich meine, dafür kriegen wir das Assassinate. Kann ich nicht ausprobieren, auf was die 50% alles draufkommen. Ob das nur auf den Schaden der Karte selber ist, ob das auf allen Schaden zusammen ist, ob das vor Exposes, nach Exposes. Das sollten wir alles noch irgendwie abklären. Ja, wir fetten uns da jetzt mal kräftig durch. Hallo, Triant. Alright, Precision Planning. Shadow Fate. Ich meine, wir haben hier nichts wirklich, um dir drauf zu hauen. Aber wir haben die trotzdem mal so ein bisschen drauf zumindest. Gehen 42 Defense, Deflect 23. Alrighty. Precision Planning ist leider das einzige. Und das sind alles Angriffskarten, das heißt, ich krieg da einen Deflect, ha? Huh? If attacked. This is an attack und ich will jetzt nicht die. Das da nicht abbekommen. Wenn ich keine Blocks habe. Okay, Shadow Fate Roll. Alrighty. Volley ist immer noch nicht bei den 50%. Trotzdem, noch einmal. Also wir hätten jetzt 10, 16, 24 dazu. 64 Schaden. Du bist also auf 54. Habe ich mich vorher verrechnet? 24 dazu. Oder ist das mehr mittlerweile? Oh, okay. Take an extra 24. Sind nicht 10 mehr. Ich trottel. Jetzt sehe ich nicht genau, wie viel Schaden wir machen. Oder ich sehe die Zahl da oben. Oder sehe ich die Zahl, wenn ich ihm drauf hau? Vielleicht sehe ich die Zahl. Also, meiner Meinung nach 24, weil jetzt sind wir auf den 3. 30. 38. 74. Plus 37. 111 Schaden, wenn die 50% auf alles draufkommen. Ich hab's nicht gesehen. Healing Potion. Fine. Let's try again. Okay, wir sind momentan auf 0. Shadow Fate. Okay, scheiß drauf. Wir machen jetzt einmal, wir versuchen hier mal tatsächlich so etwas wie Science zu betreiben. Zweimal. Oh shit. Kannst du nicht auch noch 50% minus machen? Das macht die Sache noch komplizierter. Das ist ja eh schon nichts. Junge. Denk doch auch mal an die anderen. Decision Planning. Okay. Ich meine, ich will ja gerne Assassinate machen. Na, oder? Nein, ist ja minus 50%. Wobei, es wird plus 50% mit der Attacke. Anyways. Jetzt blutet er schon wieder so sehr. Okay, Assassinate. Ich meine, killen durch die so oder so. Right? Sind, oder nicht? Sind... 60 zusammen. Und dann der ganze Schaden. Na, ich kill dich, glaube ich, so oder so. Wo die 50% dazu kommen, meine ich damit. Aber lass mal sehen. Ist das erste, was du hier jetzt machst? Die erste Zahl, die ich sehe, was wäre es denn? 18, 44, 54. Und dann wird alles normal dazu gerechnet? Ich kann es nicht sehen. Jetzt ja, können wir mal ein bisschen mehr Leben haben. Wenn es nicht alles so fucking schnell geht hier. Sind nicht auszuhalten. Wie soll man da arbeiten? Okay, Herr Treant. How are you, my friend? Einmal Target. Okay, einmal. Ein bisschen Roll. Zweimal. Okay, okay. Diesmal geht es... Jesus, ihr sterbt alle so schnell. Assassinate.
Healing Potion. Wir müssen ein bisschen warten, bis wir ein bisschen weiter vorne sind, bevor ich das hier testen kann. Also ich kill sie mal nicht mit dem Dreier, sondern lassen die sterben oder so? I don't know. Einmal. Hört sich das an? Okay, jetzt killen wir dich jetzt mit dem Dreier. Warte mal. Warte mal, jetzt wird's richtig. Na. 60. Na, es wird hier schon wieder zu viel. Das ist 8. 32. 68. Plus 3 Expose. Ich habe Angst, er stirbt schon allein damit. Knappe Sache. Okay, gut, dass ich das Assassinate nicht gemacht habe. Add a bite. Deal 30 damage if enemy has poison. Add poison 24. Wir haben noch nichts wirklich, was Poison drauf hat. Ansonsten würde mich der Adderbite ja eh freuen. Also Toxic Turn. Na, wir holen uns lieber das Antidote hier. Das kann manchmal auch sehr gut sein. Alrighty. Wie gesagt, das nächste Mal hole ich mir das Leben. Nächstes Mal das Leben holen. Nehmen wir die Karten her. Eine Heilung hier in den Karten. Aber ich meine, Triple Shot ist ziemlich geil für uns eigentlich. Den ganzen Additional Damage, den wir machen. Wieso kostet das 1000? Egal. Wir nehmen uns jetzt mal die 30 Herz. Ich habe gesagt, wir nehmen uns die 30 Herz. Und ich stehe jetzt zu meinem Wort. Wie immer. Alright, haben wir eine halbe Stunde gespielt. Ich gebe zu, wir sind noch nicht besonders weit nach vorne gekommen in dieser halben Stunde. Aber anyways, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Wenn es der Fall war, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.